Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Zweite Heimat im heurigen Jahr. Die Flüchtlingswelle war 2015 das bestimmende Thema und für viele wird Österreich auch die zweite Heimat werden. Wie Integration vor allem im Sport funktionieren kann, zeigt unser erster Beitrag. Im Haus des Sports in Wien wurde bereits zum 8. Mal der Integrationspreis verliehen. Mirna Jukic, Österreichs Paradeschwimmerin, moderierte die Gala und als Integrationsbotschafterin mit Migrationshintergrund weiß sie genau, wie wichtig derartige Projekte sind. Neben zwei Auszeichnungen wurden auch 10 Anerkennungspreise vergeben. Naja, es war eine Zeit lang, da haben wir nur ganz explizit Projekte ausgezeichnet, aber eigentlich geht es um mehr, sondern um Initiativen, die in einem Verein tatsächlich stattfinden. Und natürlich ist der Breitensport Fußball immer ganz vor dabei, weil da sozusagen geht es um Teamplay, da geht es um Regeln einhalten. Und diese sind auch im Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft die Basis des Miteinander. Mirnessa und Mirnetta Becirovic, Thai-Box-Champion Fadi Mersa und Mirna Jukic wissen das. Es war schwierig am Anfang, aber ich war sehr motiviert und sehr darauf fokussiert, es hier zu schaffen, weil ich einfach wusste, was ich hier für Möglichkeiten habe und dass ich die einfach nur dann nutzen kann, wenn ich mich integriere. Die Integration von jungen Flüchtlingen fordert auch das Projekt Rugby, das den zweiten Platz erringen konnte. 30 Jugendliche treffen sich hier zum Training. Der Sport hat mich einfach dermaßen fasziniert, vor allem deshalb, weil ich in diesem Sport trotz meines Aussehens einfach sofort so angenommen wurde, wie ich bin und mich ganz schnell sozusagen einfinden konnte im Team. Im Rugby zählt ganz stark Teamgeist eben und das Zusammenspiel, der Respekt voreinander. Der generell immer ein Thema sein sollte. Das Siegerprojekt kommt 2015 aus Leoben-Donawitz. Birol Yilmaz hat Bewegung mit Ball ins Leben gerufen. Yilmaz hat türkische Wurzeln und war selbst jahrelang Fußballer. Er war überwältigt, als sein Projekt mit dem Hauptpreis ausgezeichnet wurde. Das Sport- und Bildungsprojekt fördert Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren. Ich habe damit wirklich nicht gerechnet. Ich freue mich so sehr. Ich finde keine Wörter mehr. Ich will mich nur bedanken an Integration von an allen hier. Ich danke. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin zurzeit nervös. Dankeschön. Und das Dankeschön ergeht auch an alle, die mitgemacht haben und ein Stück Integration leben. Auch die Kunst hat die Kraft, Integration zu fördern. Das Atelier Funk und Küste in Kremsstein steht jedem offen. Aktuell sind dort Arbeiten von Menschen zu sehen, die zum einen ihre Erlebnisse nach der Flucht verarbeiten, zum anderen die eigenen künstlerischen Fähigkeiten ausleben. In Kremsstein gibt es seit 2001 das Atelier Funk und Küste, ein Freiraum für Menschen, die mit und über die Kunst ihre Gefühle und Empfindungen austragen wollen. Ich verbinde damit, man sendet was aus und man kommt an, man sendet aus und an. Seit 2013 beschäftigt man sich im Atelier mit dem Projekt ZMÖK, einem interkulturellen Kunstobjekt, wo man mit Menschen aus Syrien, Palästina, Nigeria und dem Irak Projekte entwickelt. Das Ziel war, Menschen jeglicher Herkunft, jeglichen Alters, gesund oder nicht gesund, einen Raum zu bieten, wo künstlerische Prozesse stattfinden können, die, wie wir meinen, auch heilsame Prozesse sind. Über die Kunst, ohne sich mit Sprache oder Text verständigen zu müssen, Gefühle auszudrücken, das ist das Ziel des Projektes. Herr Kwan war in Syrien als Bildhauer tätig. Ich brauche Deutschkurs fertig, nächste, ich brauche gehen nach Arbeit. Aber Arbeit, ich weiß es nicht, was ich Bildhauer, Arbeit oder andere. Um sein Leben zu finanzieren. Die Arbeiten haben unterschiedliche Zugänge, vom einfachen Motiv bis zur abstrakten Darstellung. Ich komme aus Syrien und habe viel Freude am Zeichnen. Ich liebe diese Tätigkeit. Wenn ich zeichnen kann, ja, dann bin ich eigentlich glücklich. Im Rahmen der Ausstellungseröffnung wurden die Arbeiten aller Teilnehmer an diesem Projekt ausgestellt. Spaß hatte jeder, der mitgemacht hat, und neue Kontakte wurden geknüpft. Für mich Kunst ist sehr gut für mich und ich glaube, es geht gegen Stress hoch. Ich habe viele Sachen gemacht, das aber ist sehr gut für mich. Die Motive der Arbeiten drücken sehr oft die Sehnsucht nach Verlorenem oder dem Wunsch nach Neuem aus. Die Ausstellung im Atelier Funk und Küste ist noch bis 16. Jänner 2016 während der Öffnungszeiten zu sehen.
Wer geht schon gerne zum Arzt, vor allem zum Zahnarzt? Dr. Mevlüt Şimşek ist mit 6 Jahren aus der Türkei nach Österreich gekommen. In St. Pölten hat er vor kurzem seine Praxis eröffnet. Dass er Arzt werden will, war für ihn von Beginn an klar. Merhaba, so begrüßt der aus der Türkei stammende Zahnarzt Dr. Mevlüt Şimşek seine Patienten, aber auch guten Tag, wenn Patienten zu ihm kommen, die keine türkischen Wurzeln haben. Dr. Şimşek ist mit 6 Jahren in den 70er Jahren mit seinen 4 Geschwistern nach Österreich gekommen und hat auf der Universität in Wien studiert. Ich wollte Mediziner werden, aber in welche Fachrichtung? Es war wirklich einer meinem Wunschberuf, dieser Zahnarzt zu werden. In meiner Familie ist keine Zahnarzt, also, und habe mir gedacht, das war für mich ein richtiger Weg. Seine beiden Assistentinnen sind ebenfalls in der Lage, die Patienten zweisprachig zu betreuen. Mit der Zweisprachigkeit hat er eine Marktlücke abgedeckt. Das ist ein guter Vorteil für mich sogar. Ich kenne die österreichische Kultur, weil ich fast auch hier in Wien in Österreich aufgewachsen bin. Und auch, ich kenne die türkische Kultur auch. Ich kann sozusagen eine Überbrückung, also das ist für mich sehr, sehr gut. Diejenigen, die Deutsch nicht beherrschen können, die können mit mir direkt ihre Beschwerden übermitteln. Und die Leute fühlen sich wohler, wenn ein Zahnarzt mit ihrer eigenen Sprache spricht. Wodurch Schmerzen, Empfindungen oder Gefühle direkter vermittelt werden können. Ausgestattet ist Dr. Şimşek am letzten Stand der Technik, hat er doch viele Jahre hindurch bei der NEGKK im Zahnambulatorium gearbeitet und sich so sein Wissen angeeignet. Şimşek ist verheiratet, hat 4 Kinder und der Wunsch, sich selbstständig zu machen, war schon immer vorhanden. Ich war jahrelang, viele Jahre bei der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse als Zahnarzt tätig, bei dem normalen Patientenverkehr, und habe ich auch zusätzlich Abendschmerzambulanz gemacht. Und schon damals war die Selbstständigkeit ein Thema. Derzeit pendelt er noch zwischen Wien und St. Pölten. Der Kontakt zu seiner ehemaligen Heimat in Konya in der Türkei ist aufrecht. Besucht er doch regelmäßig seine Verwandten, die natürlich stolz sind, einen Zahnarzt in der Familie zu haben. Mit Sport haben wir begonnen und mit Sport beenden wir auch die Dezemberausgabe. Die Zwillinge Mirnessa und Mirneta Bicirovic sind vierfache Jiu-Jitsu-Duo-Weltmeisterinnen. Im Alter von 8 Monaten sind sie mit ihren Eltern aus Bosnien nach Pressbaum gekommen. Die Schuhe sind aufgestellt, Santa Claus kann kommen. Doch wir sind im Pressbaum und da kommt bekanntlich das Christkind. Der Jiu-Jitsu-Verein Goshindo Pressbaum hat rund 160 Mitglieder, davon großteils Kinder und Jugendliche. Und der Verein hat auch viele Staats-, Europa- und Weltmeister, mit dabei die Bicirovic-Zwillinge. Für uns war es eigentlich von Anfang an eigentlich einfach, weil wir sind ja hier mit 8 Monaten sind wir hergekommen und sind quasi hauptsächlich mit Österreichern aufgewachsen, und unser Freundeskreis besteht heute noch hauptsächlich nur aus Österreichern, und da haben wir uns eigentlich ziemlich leicht getan. Leicht haben sich die Schwestern auch bei Jiu-Jitsu getan. Bei der Vereins-Weihnachtsfeier zeigen schon die Kleinen, was sie können. Wie war das damals, als die Zwillinge das erste Mal in der Sporthalle standen? Ein sehr rührender Moment, weil der erste Kontakt, da haben sie nur bei der Tür hineingeschaut. Da waren sie so knappe 6 Jahre alt. Da durften sie ja noch nicht so richtig vom Elternhaus her. Und irgendwann haben sie den Schritt gewagt und sind herinnen aufgewachsen. Mirneta und Mirnessa sind mittlerweile sportlich sehr erfolgreich. Sie arbeiten bei der Polizei und sind in ihrer Freizeit als Integrationsbotschafterinnen in den Schulen unterwegs. Und da werden sie mit vielen Fragen konfrontiert. Wie wir es eigentlich so weit geschafft haben oder wie wir halt so erfolgreich geworden sind und so. Das ist halt einfach, finde ich, die Zielstrebigkeit und einfach bei der Sache bleiben. Und das kann jeder erreichen, egal woher er kommt oder ob Migrationshintergrund oder nicht. Es ist für uns lange nicht genug. Wir trainieren ja auch so viel, dass wir halt das eben so, dass wir das eben erreichen konnten bis jetzt. Und für uns ist es lange nicht genug. Wir werden schauen und weiterhin hart trainieren, dass es auch noch mehr werden kann und wird hoffentlich. Und was die beiden drauf haben, das haben sie bei ihrer Showvorführung gezeigt. Sport ist eben Teil ihres Lebens. Also der Sport trägt auf jeden Fall dazu bei, dass man sich schneller und leichter integriert, weil im Sport spricht man die gleiche Sprache. Es zählt eigentlich nur die Leistung, egal woher man kommt, und man integriert sich. Man
tauscht sich auch aus oder mit den Kollegen und unternimmt mehr. Und wird schneller akzeptiert. Der Verein Gojindo Pressbaum hat aber neben den Pecirovic-Zwillingen auch weitere international sehr erfolgreiche Jiu-Jitsu-Sportlerinnen und Sportler. Bei der WM in Bangkok haben Mirnetta und Mirnessa den WM-Titel zum dritten Mal verteidigt. Für uns, glaube ich, war schon von klein auf die Faszination, dass es so vielfältig ist. Es wird geschlagen, geworfen, gewürgt, gehebelt. Es ist einfach die 1A Selbstverteidigungskampfsportart und es hat uns sicher als damalige kleine Mädchen auch so fasziniert. Eben die geborenen Kämpferinnen. Blaue Augen, blond gepaart mit einem Kämpferherz. Da ist die Filmkarriere sicher nicht mehr weit. Wir hatten schon mal eine Anfrage. Bis heute ist es noch nicht dazu gekommen, aber es wäre schon was Interessantes, dass wir uns überlegen würden, sollten wir nochmal so eine Anfrage bekommen. Mit 4x Gold ist die Chance jedenfalls vorhanden. Sportlich nehmen sich die beiden für 2016 einiges vor. Und internationale Auftritte sind für die beiden ja schon zur Routine geworden. Das war wieder eine Ausgabe von Zweite Heimat. Danke, dass Sie dabei waren. Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns bitte unter zweiteheimat@p3tv.at. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, wieder im Jänner 2016. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder mit dabei sind.